Schön, dass du Bock auf Vertrieb hast. Ich bin Oliver Schumacher und möchte dir heute von drei Fehlern erzählen, die ich in den 90er Jahren gemacht habe, als ich recht frisch im Verkaufsaußendienst angefangen bin. Mein erster großer Fehler war, ich habe das Schweigen des Kunden mit Zuhören verwechselt. Dabei sind viele von uns ja auch in der Schule so erzogen worden, mach stets ein interessiertes Gesicht, sonst gibt's Ärger mit dem Lehrer. Und so sind ja auch tatsächlich viele Gesprächspartner, viele Kunden so, dass sie sich das zwar, so denkt man als Verkäufer, gerne anhören, aber oft dann doch eher geistig so ein bisschen Ping-Pong spielen im Sinne von, ja, und wann bin ich denn mal dran? Also, erst als ich gelernt habe, den Kunden mehr Fragen zu stellen und ja, damit dem Kunden auch eher die Informationen zu geben, die ihm wichtig sind, habe ich große Schritte nach vorne gemacht. Mein zweiter Fehler ist gewesen, ich wollte verkaufen und nicht verstehen. Also ich war früher in jungen Jahren in einer politischen Nachwuchsorganisation und damals gab es auch nur unsere Meinung und die falsche. Und so bin ich früher auch im Außendienst rumgefahren im Sinne von, ja, komm zu uns, wir sind die Besten und was willst du denn mit denen? Aber mit dieser Haltung erreicht man gewisse Kunden ganz bestimmt nicht. Weil jeder Kunde, jeder Mensch hat das Grundbedürfnis, Recht zu haben. Und nur weil ich glaube, dass ich das beste Produkt habe, sieht das ja mein Zielkunde noch nicht unbedingt genauso. Aber damit er es so sehen kann, wie ich sehe, sollte ich ihn nicht zutexten oder gar belehren, sondern ihn erstmal verstehen, um ihm dann zu helfen, die Perspektive etwas anders zu sehen, sodass er vielleicht sagen kann, ja stimmt, unter dem Aspekt macht es auch Sinn, mit dir zusammenzuarbeiten. Und der dritte große Fehler, den ich zu Beginn meiner Verkäuferkarriere gemacht habe, ist, ich habe zu selten nach dem Auftrag gefragt. Ich habe gedacht, der Kunde sagt von sich aus, ja bitte schreiben Sie das auf. Ja bitte schreiben Sie da 96 Dosen auf. Ja bitte, das möchte ich so haben. Darauf habe ich oft gewartet, aber die wenigsten Kunden haben das so klar zu mir gesagt und damit habe ich unter meinen Möglichkeiten verkauft und dafür dann meinen Mitbewerber. Erst als ich mich traute, von mir aus auch über eine Meinungsfrage ganz offen zu fragen, zum Beispiel mit, ja, was halten Sie denn davon, wenn wir das so umsetzen? Oder, du, nächste Woche Dienstag wäre der Auslieferungsfahrer hier, soll er dir davon mal x Einheiten mitbringen? Erst dadurch hatte ich deutlich mehr auf dem Zettel gehabt.